Wow, sieh mal da. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Die Fireflies waren ja überall. Ja, überall. Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Naja, mit einem Impfstoff geht es vielleicht. Vielleicht. Eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Oh. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Gib ihn doch mir. Ich,
ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. So. Hier. Das hier können wir nehmen. Da bin ich sogar ganz sicher, dass wir es brauchen. Du dürftest rein. Komm hoch. Okay. So war das gar nicht geplant. Das ist jedes Mal dasselbe Witz, oder? Ja? Wo ist der Klicker? Oh, Scheiße. Da? Ruhe im Karton. Herr Gottschall! Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles ja. Klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Hörst du das? Ja. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Oh, Mist! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Ja, macht nichts. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Schauen wir mal, was wir uns bauen können. Ein Messer wäre ganz gut.
steht da, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, im Bus einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen, gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt und warte in der Quarantänezone auf dich. Such mal mir. Bis bald, Ezra. Gut. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Da taucht schon wieder der Frosch auf. Naja, gut, okay. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Sauber machen. Siehst du? Zurück. Na komm. Bleib in meiner Nähe. Okay, stellen wir uns da an. Schon wir. Oh, Scheiße! Ich hab dich. Gott, verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. So, jetzt mal habe ich es gerade noch so geschafft. Mal sehen, wie wir uns diesmal machen. Schauen wir mal. Oh oh. Joe! Scheiße, sie kommen. Kümmer dich ums Seil. Er lebt. Was bist du? Weg mit dir! Weg mit dir! Komm, Flicker! Flicker, 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 Flicker! Ich bin bereit, Ellie! Halt durch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier, Munition! Danke. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg dich durch! Beeil dich! Nimm das Arschloch weg von mir! Scheiße. Oh, das schaff ich nicht. Kommt der Klicker, das ist ganz genau. Okay.
Scheiße. Ich brauche hier Hilfe! Ja, das weiß ich. Schneid mich runter. Kann ich mich wieder abwehren? Beweg deinen Arsch und steh auf! Okay. Oh, Scheiße! So lang! Okay, wir müssen durch. Komm, hier! Und lauf, Ali! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Bell, los! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Bill, sie kommen durch die Tür! Abgewusst! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus! Bell, ich zurück! Zurück! Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Oh. So, blödes Bill, wir kommen durch die Tür. Ja, nee, ich... Klar! Das ist was Blödes. Jetzt stelle ich mich aber wirklich doof an. Machen wir mal die alte Methode. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ali, sieh dich mal um. Vielleicht können wir was gebrauchen. Na, klar doch. Dann schauen wir uns mal an. Convoy Nest, Fragezeichen Nest. Trip. Ich hab doch gerade Tape aufgenommen, oder nicht? Da war doch ein Tape.
Maske hier ist, ne? Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. Hast du jetzt alles? Fertig. Nee, nee, nee. Warte mal kurz. Da liegt noch was. Jukebox. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Seh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Eine Gruppe Hunter ist gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davon abgehalten. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht, da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Nochmal mehr Gesundheit. Was haben wir hier noch? Kein Spiel. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alles. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich an.
als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Hier drüben! Hilfe! Oh, da kommt der jetzt ja aufs Auto. Oh, super. Ich werde noch böse. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das führt in Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel? Hier lang. Und weiter geht's. Ich geh noch nicht weiter. Ich schau es noch. Kommt der sonst immer auf die Autos auf? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da, es ist im Keller. Sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so.
Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf! Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. R2 mit L2 und R2 geworfen. Okay. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Eine Gruppe Renner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeitnah zu platzieren, nicht vergessen, alle Bomben.
Okay. Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nichts. Wenn du meinst. Beeilen wir uns. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr das? Seid ruhig. Weiter so. Schau nach, ob sie etwas dabei haben. Nimm alles mit. Oh, gruselig. Schnell, Joel!
ist erledigt. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Moment, ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Bitte? Oh mein Gott. Wirklich weiter? Na dann los. Siehst du, genau so. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch einen Fall erledigen. Ruhe, Klappe halten!
Wow. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Eine Gruppe Renner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben. Okay, Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay.